Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, und weiter geht's gegen Dick und Doof, ey. Das letzte Mal nicht hingekriegt, jetzt geht's los. Das letzte Mal nicht geschafft, jetzt kriegen sie auf die 12. Jetzt habe ich die richtige Taktik. Das letzte Mal einfach stundenlang die falsche Taktik gefahren. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Tilo, Marius, grüßt euch. Hi, schön, dass ihr meinem Aufruf gefolgt seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, nice, ey. Also wie gesagt, ich bin an Dick und Doof dran. Heute fallen sie, weil ich jetzt weiß, was zu tun ist. Ich habe einfach 4 Stunden lang habe ich die falsche Taktik. Bin ich komplett falsch gegen die vorgegangen. Ich dachte, ich kann beiden Schaden zufügen. Das war falsch. Ich muss erst einen platt machen und mich dann um den anderen kümmern. Jetzt gibt's auf die 12. So, Leute, komm her. Ah, er britzelt sich gleich wieder ein. Das ist schlecht. Ah, ich brauch doch Orni. Den Dicken brauche ich jetzt gar nicht. Komm her. Kannst du Orni? Orni, du bitte. Genau. So, jetzt sind wir. Jetzt muss ich einmal saufen, weil jetzt hat er mich schon. Jetzt bin ich schon fast tot. Haha, das gibt's nicht. Ah, hört auf, Leute. Lasst mich aufstehen. Das kann nicht sein, dass der erste Versuch jetzt hier gleich so scheitert. Lasst mich, lasst mich. Hilfe, Hilfe. Oh. Da geht's direkt wieder los, ey. Okay, jetzt aber. Erstmal 4 Flakons versaufen, ey. Erstmal 4 Flakons versaufen. So, jetzt in aller Ruhe. Nein, ich bin in die Ecke gelaufen. Oh, ich habe den Raum unterschätzt. Überschätzt, nicht unterschätzt. Und ich sehe wieder nicht, dass er brutzelt. Oh. Okay, das ist okay. Wie viele Säulen sind denn das? 3 Stück, 3 Säulen. Finde ich nicht cool, dass du so ausweichst. Jetzt komm bitte. Jetzt kannst du nahe kommen. Los, tu es. So, den ersten Schaden. 5 Flakons. 5 Flakons, bevor ich den ersten Schaden machen konnte.
Puh. Uh-oh. Nicht wieder in die Ecke laufen. Victor, grüß dich. Endlich mal leichte Gegner. Ja, ja. Puh, knapp. Wie mir auch direkt wieder der Puls geht, ne? Instant. Aua, aua. Ach ja, klar. Ach, da ist er leider. Falsch ausgewichen. Kann ihn nicht sehen. Ich weiß nicht, was er macht. Gefällt mir nicht. Oh, shit. Zu viel. Nein. Das war schon wieder in der Aufstehanimation, in der ich dann für eine halbe Sekunde keine Iframes habe, gekillt worden. Aber für den ersten Versuch heute gar nicht so schlecht. War ein bisschen blöd, dass ich erstmal vier Flakons versaufen musste, bevor ich überhaupt einen Schaden machen konnte. Aber alles gut. Muss mich ja auch erstmal einspielen. War ja der erste Versuch eben. Dafür war das absolut in Ordnung, hätte ich gesagt. So. Verzweifelt bin ich das letzte Mal. Und dann schaffe ich es endlich, dass ich sie beide so gut wie tot hab und kill dann Ornstein und danach ist Smaug wieder voll. Es ist so. Oh wow. Gut gemacht, Tassilo, gut gemacht. Schlechte Entscheidung getroffen. Ach komm.
weil er zwei Rollen macht und jetzt wieder ewig braucht zum Aufstehen und dann in der Aufstehanimation getroffen wird. Ja, wow. Was ein Spaß. Na gut. Also das ist wirklich so ein Ding. Muss eigentlich echt nicht sein. Bin ich nicht so der Freund von diesem Vorgehen in Dark Souls. Nicht brutzeln. Nicht brutzeln, Freund Nase. Komm. Ja, komm. Wenigstens nicht. Wenigstens nicht zwei Flakons versaufen müssen, bevor ich mal ein bisschen Schaden machen konnte. Das war sehr gut. Absolut in Ordnung. Boah. So, Orni. Jawohl, den will ich sehen. Nee, leider bist du nicht so gesprungen, wie ich es gerne gehabt hätte. Ach scheiße, jetzt habe ich nach rechts auf den Chat geguckt, ey. Das sollte man einfach nicht tun, ne? Das darf man nicht tun. Bitte den anderen, wie sieht er doch den anderen an? Oh, ich muss ihn doch sehen. Man hämmert auf den Controller ein und trotzdem wird das Ziel nicht gewechselt, wenn er so halb außerhalb steht. Echt nervig. Ja, ach nein, lass ihn doch vorbei, Smaug. Lass ihn doch vorbei. Nope. Ich versuche jetzt mal die andere Rotation. Ich laufe jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn, weil ich das Gefühl hatte, dass eventuell Ornstein dann besser vorbeikommt an Smaug. Bisschen hier rüber, bitte. Nee, seltsam. Nee. Komm, du brauchst ein bisschen Abstand von deinem Kumpel. Oh, er rennt. Smaug rennt los! Nee, nee, nicht euer Ernst, dass er mich da trifft mit seinem Brutzler. Nicht euer Ernst. Ja, komm, hau einmal drauf, bitte. Absolut unnötig, dass der Brutzler so extrem homing ist. Oh, Mike! Alter! Alter, Mike! Danke für dein Abo, Mann. Dankeschön. Sag mal. Gutes Gelingen. Dankeschön, Dankeschön. Aufzug. Danke.
So, das war jetzt gerade einfach nur Pech, dass die Homing Missile mich nach der Rolle getroffen hat. Ich habe keine Lust auf noch so ein Fiasko wie das letzte Mal. Der muss jetzt dann draufgehen. Ich finde es schon ganz gut. Also, vorhin war er halbtot, jetzt war er auch schon wieder gut gedamaged. Diesmal bin ich auch hier besser durchgekommen. Wunderbärchen. Ah, Mist. Nein, 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 nein. Bitte aufhören ganz kurz, danke. Okay. Einmal zurückgesetzt. So, du weichst mir in die falsche Richtung aus. Das ist super uncool. Passt. So, jetzt ist gut. Ah, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, hier gegen den Uhrzeigersinn zu laufen. Das muss ich mir noch mal überlegen. Es widerspricht meinem natürlichen Bewegungsablauf. Vielleicht mal so ein bisschen in verschiedene Richtungen, mal rechts, mal links. Ja, ich hab's gewusst, dass er an, schon da ist, ne? Oh. Bin hier ein bisschen in die Ecke gedrängt. Wir wollen hier mal raus. Jawohl. Jep, wusste ich, dass der andere kommt. Habt ihr das gesehen? Ja, die Taktik war leider falsch, Tilo. Die Taktik war vollkommen falsch. Ich habe absolut abgekackt, 4 Stunden lang. Oh oh. Das ist jetzt der dritte Versuch. Schauen wir mal. Alle guten Dinge sind drei. Der dritte Versuch heute. Oh, shit. Ja gut, war nicht so viel Damage, den ich da gekriegt habe. Das ist okay. Die hammerharte Homing Missile. Puh, das war gerade knapp. Orni, jawohl, er kommt.
Komm, Orni. Oh oh. Wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Ich sehe ihn nicht. Da. Alles gut. Alles gut. Yes. Wunderbar. So. Ja, ich weiß Bescheid. Da ist immer noch der falsche YouTube-Link drin, egal. Was für eine Lautstärke. Ha, lass mich anvisieren, danke. Ich muss mal hier voll sein. Ich habe ja jetzt noch 6 Flakons. Nope. Nein, das war... Oh Gott, ja, das trifft einen so hart, diese Brutzelarschbombe, ey. Nee, nee. Er macht 2 hintereinander, ey. Diese... Das ist... Das ist alles so schwere Ausrüstung hier. Aber die hätten halt Blitzabwehr, ne? Aber das wiegt 3,5, damit bin ich höllenlangsam. Die hat 21, das ist ja schon mal was. 24. Ist alles ein bisschen schwerer. Und hier sind wir auf 17, 21. Marius, danke, dass du es probierst. Vielen Dank. Rüstungsmüstung macht nur lahm. Ja, finde ich jetzt nicht. Und die Rüstung erst nach dem kleinen tauschen. Weiß ich nicht. Der kleine macht ja auch Blitzschaden, also... Ich habe jetzt nur ein bisschen, ein ganz kleines bisschen mehr Rüstungswerte.
Ich könnte schon probieren, ohne Rüstung zu kämpfen, aber falls ich doch mal einen Treffer abkrieg, bin ich eigentlich ganz froh um die paar Lebenspunkte, die mir danach noch bleiben. Und hallo Sven, grüß dich. Ich weiß nicht. Ja. Ups. Naja, zumindest haben wir uns gegenseitig Schaden gemacht. Damit bin ich schon einverstanden. Onni, du bist mir zu nah an deinem dicken Kumpel dran. Nee, dicker Kumpel, hör mal auf. Autsch. Diese Brutzelei. Aber der hat jetzt wesentlich weniger Schaden gemacht, gefühlt. Komm, hau mal drauf. Nee, jetzt bist du wieder zu nah an deinem dicken Kumpel. Onni. Onni. Komm her, du. Oh. Schlonk. Ja. Weiß schon Bescheid. Ihr wollt mich hart. Ach nee, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt mit dem Kopf gerade war. Jedenfalls nichts. Dort, wo ich hätte sein müssen. Hebe dein Schild, damit du keinen Schaden kriegst. Hat mein Kopf gerade nicht gemacht. Nee, nee, nicht den Weg abschneiden. Sowas mag ich nicht. Das ist uncool. Bist der Anführer? Oh Mann, ey, Brutalobos, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Hey, freut mich. Autsch. Das wäre jetzt übel gewesen, wenn der Dicke mich auch noch getroffen hätte. Ja, der Kleine macht nicht so viel Schaden, aber ich will nicht ausprobieren, wie die Superkräfte vom Kleinen wirken, wenn er dann welche kriegt. Oh, das war. Oh, shit. Das ist wahrscheinlich jetzt mein hinüber. No, no, no. Aus der Ecke raus, bitte. Ein, zwei Saufen. Ja, ich weiß, er trifft wahrscheinlich. Oh, er hat nicht getroffen. Was war das für ein Glück? Das war gerade super Luck. Ich habe das super Luck gepachtet. Orni, kommst du bitte? Orni, bitte kommen Sie. Komm her. Du kannst doch so einen tollen, schnellen Dash nach vorne. Wie er da, wie er auch läuft, ne? So ganz gemütlich spaziert er auf mich zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, genau, das wollte ich. Perfekt, gut ausgewichen. Muss ganz kurz den dicken Kumpel im Auge behalten. Jawohl, jetzt können wir uns wieder um dich kümmern. Ah, da wollte ich wieder einen zu viel. Da wollte ich wieder einen zu viel. Oh, jetzt habe ich zu sehr auf den Dicken geguckt. Ich bin doch ein... Nee, nicht blitzen, bitte. Nicht blitzdingsen. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich gerade wirklich nicht. Oh, komm, ey. Oh, er weicht auch noch so aus, dass wenn ich ausweichen würde in die Richtung, in die ich gerade gedrückt hätte, wäre ich gerade voll in die Keule von dem anderen reingesprungen. So, Orni, einen noch. Ich habe aber 5 Flakons leider schon verbraucht für den einen. Das ist... Was macht nochmal ein Ornithologe? Nein! Oh, ich wollte den Kill. Ich wollte den Kill so sehr... Ach komm. Ja, genau das. Dann weichst du nach links aus. Während du deine Rolle machst, weicht er nach rechts aus. Und dadurch kriegt deine Rolle so einen Schwung nach links weg. Und man landet voll in der Keule des anderen drin. Nicht cool. Ah, lass mich doch jetzt dich hauen, ey. Danke. Na, Vögeln. Okay. Ja, das, ich meine, Drachen und Vögel haben zumindest, können beide fliegen. Haben Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, es gibt... Ah, sorry. Ja. Ja. Ist laut, ich weiß. Aber sonst ist der Rest vom Spiel so leise. Wenn ich das nicht so laut drehe. Na, ich müsste einmal saufen. Ja, jetzt. Ja. Das ist ganz gut. Jetzt wird er hüpfen? Nee, nicht. Er ist nicht gehüpft. Boah, da muss man fast in die andere Richtung, ne? Das war jetzt Glück, dass ich da nicht getroffen wurde. Ich hätte sogar noch weiter prügeln können, aber ich war mir nicht sicher, ob er nicht doch mal den Hüpfer macht. Scheiße. Oh oh. Immer mit der Ruhe, Sven, immer mit der Ruhe.
Solche Aussagen können dazu beitragen, dass man sich überschätzt. Nein, ich dachte, er schwingt an mir vorbei. Oh, oh, jetzt. Boah, das hätte ganz böse ins Auge gehen können gerade. Gerade noch rausgekommen, ey. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Okay, es bringt einfach gar nichts, dass ich die Rüstung gewechselt habe, ne? Okay. Lass mich den doch anvisieren, Mensch. Nein! Boah, wie auch immer ich das überlebt habe. Oh, hau ihn, hau ihn! Ich hatte schon wieder jetzt gerade wieder so einen Moment, dass ich ihn eigentlich hätte treffen müssen. Ich habe die Waffe durch seine Kimme gezogen. Ja! Oh! Yes! Oh! Vierter Versuch heute. Oh, nachdem ich wusste, dass ich auf jeden Fall erst einen platt machen musste. Oh. Oh, endlich. Puh. Danke, danke. So, oh ja. Jetzt ist die Frage, ich habe nichts mehr zu saufen. Und 50.000 Seelen am Start. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee, das Zeug habe ich bekommen. Oh. Erstmal in den kleinen Gang gucken. Ich habe das Gefühl, dass hier oben vielleicht was Praktisches sein könnte. Ja, nämlich sowas, genau. Oh. Kondition war das mit der Rüstung, ne? Dass die Rüstung nicht so viel braucht. So, machen wir so. Dass der Rüstungsmalus nicht so hoch ist. So muss man sagen. Dann gucken wir einmal noch in den... Ah ja, okay, das... Ist gerade egal. Okay, alles klar. Ich dachte, hier wäre vielleicht... Warum gibt es hier zwei Aufgänge? Eine dicke und eine dünne Tür. Hm. Na gut. Puh. So, dann noch einmal nach hier hinten schauen, ob es hier noch irgendwas Feines gibt. Nö. Okay, ist einfach Design. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Oh. Hallo. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Ja, klar. Niederknien. Warum sollte ich das tun? Muss ich das tun? Kann ich auch... Ich kann nicht auf sie draufhauen. Aber ich habe eine Armbrust. Na gut. Oh, chosen undead. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father his form did obscureth,
I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Herrschergefäß. Dank des Herrschergefäßes kannst du dich via Leuchtfeuer teleportieren. What? Okay. And beseech thee. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O chosen undead, thou hast journeyed far. Gut, sie sagt exakt das gleiche nochmal. Oh, ein Eid leisten. Welchen Eid gibt sie mir? Weiß ich nicht. Was bringt? Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Ring der Sonnenprinzessin. Eid geleistet. I, Guinevere, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Gut. Now thou shalt go forth, chosen undead. Chosen undead. Okay. Was ist das für ein Ring? Ring der Sonnenprinzessin. Dieser Ring wird allen verliehen, die mit Guinevere, der Tochter von Fürst Gwyn und Sonnenprinzessin, einen Bund eingehen. Er verstärkt die Synergie der Wunder. Synergie der Wunder. Guinevere, die Prinzessin des Sonnenlichts, verließ Anor Londo zusammen mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Frau des Flammengotts Flann. Verstärkt die Synergie der Wunder. Okay. Gut. Teleportieren. Wow. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich, bin ich der Meinung, oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, probiere ich's? Kann ich hier eine draufhauen? Ja, kann ich. Feuerhüterseele. Nice. Ah, ja, er hat natürlich jetzt ein Problem mit mir. Keine Feuerhüterin. Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Nee. Ah, hier ist es. Okay, das geht noch. Das ist nur das eine. Oh, mein Gott, ich hatte schon Angst. Okay, alles gut. Alles gut. Das eine Leuchtfeuer, auf das kann ich pfeifen. Ich wollte... Oh! Der Zwiebelmann ist hier. Ich weiß nicht, ich glaube eher... Keine Ahnung, weiß nicht... Irgendwie traue ich ihm langsam nicht mehr. Er ist komisch. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude.
Ah, versteckt wurden explosive Wucht. Okay. Alles klar. Weißt du schon, welches Game du nach Dark Souls 1 zockst? Ich möchte nach Dark Souls 1 Dark Souls 1 nochmal spielen. So, kannst du jetzt reden? Nee. Aber ich habe meinen Flakon nochmal verstärken können. Und zwar mit voller Chat-Unterstützung. Ich würde gerne einen Run versuchen, bei dem ich irgendwie... Ich mache einen Termin, an einem Tag nehme ich mir 12 Stunden und dann machen wir einen 12-Stunden-Stream oder ein bisschen länger auch, wenn es sein muss. Und ich versuche das ganze Spiel an einem Tag mit voller Chat-Unterstützung und allen Befehlen, die aus dem Chat kommen, geh erst dahin, nimm die Waffe, level das. In der Richtung würde ich es gerne dann einmal durchspielen. Weil ich es jetzt komplett ohne Chat versuche und wirklich alleine mich hier... hier durchquäl. Ist das das? Ist das die Tiefen? Hieß das die Tiefen? Nee, das sind die Untiefen, okay. Hä, warum kann ich mich nicht... Ich kann mich nicht zu dem... Zu dem kann ich mich teleportieren, aber zu dem anderen nicht? Kann ich hier mittlerweile aufmachen? Weil das sieht so aus, als könnte ich hier lang. Nee. Ja, ich weiß, dich ärgert's jetzt, dass ich deine Königin gekillt hab. Ist mir egal. So, also Moment. Einmal bitte wieder die Goldsaumnummer anziehen. Dann... Was war nochmal? Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Hätte ich gerne diesen Ring noch. Und jetzt gucken wir mal, was der Feuerdämon jetzt tut. Welches Level habe ich eigentlich? Stufe 53. Hey, Victor! Wow, heute ist was los hier. Was geht eigentlich ab? Danke für deinen Sub, Mann. Dankeschön. Vielen Dank. Aber das brauche ich hier nicht. Das bringt mir gar nichts. Ich würde auch gerne zu den Geistern gehen. Das Problem ist, bei den Geistern... Da fehlen mir jetzt die Flüche, die Wandererflüche. Leider. Hau mich mal bitte nicht zu doll, bitte. Jetzt werden wir es rausfinden, wie viel Schaden ich noch krieg. Okay, ich glaube, er hat mich einfach nicht getroffen. Die einzige, die ich überhaupt sehe, außer draußen auf Plakaten. Geil. Gut, also ich halte auf jeden Fall mal mehr Treffer aus als das letzte Mal noch. Gegen diese Keule hier. Der Feuerring hilft. Ganz eindeutig. Wow. Es macht aber immer noch verdammt viel Schaden. Mist. Ey, das gibt's nicht. Nein. Ich habe ihm noch nicht einen Schaden gemacht. Ja, das habe ich jetzt in Kauf genommen, aber ich musste trinken, weil sonst hätte ich eh Schaden bekommen.
Nein, ich bin reingelaufen. Diese Gier nach dem Schaden. Passiert mir so oft, leider. Autsch. Da zu schnell wieder reingeprügelt. Bringt das was? Nee. So, den auch direkt weggemacht. Gar kein Ding, wenn man mal die richtige Ausrüstung hat. So, direkt, bam, Boss Nummer 2, Fujirama. Jawollo. Habe ich mir doch fast gedacht, dass das so laufen wird. Okay. War das gerade der erste Versuch? Ja, das war der erste Versuch, ne? Also heute. Aber es hat wahnsinnig geholfen. Ich denke, dieser Feuerring hat mir jetzt gerade wirklich den Arsch gerettet. So, also, wir wollen wieder ein Schild benutzen, bitte. Danke. Feuerschadenring, den behalte ich erstmal. Ich vermute, dass da unten jetzt ein paar Boys kommen, die ebenfalls Feuerschaden machen. Zum Beispiel diese 1, 2, 3, 4, 5... 6 Jungs da hinten. Das sind, glaube ich, sogar 7. Ah, warte mal, ihr seid Tauros. Taurossens. Ihr habt das gleiche Angriffsschema wie der Tauros. Ja, kenn ich. Kenn ich doch. Nächster bitte. Autsch. Ach Gott, nee. Er hat den übelsten. Ach, das. Ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber gut. Halb so wild. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Wir gehen einmal hier rüber. Holen uns 10 Flakons. Und dahin. Warum kann ich denn das eine Leuchtfeuer nicht benutzen? Verstehe ich gerade nicht. Das eins weiter. Ich muss jedes Mal von hier jetzt darüber laufen. Total bescheuert.
Ist das ein Bug? Müsste das eigentlich gehen? Ich meine, das sind ja bloß 200 Meter, oder? Ist das einfach, um den Spieler zu ärgern? Wahrscheinlich ist es, um den Spieler zu ärgern. Von hier dahin kann ich mich nicht porten. In die Ruinen. Oder heißt das einfach irgendwie, dass ich es nicht check? Sonnenlichtaltar, das ist oben. Anor-Londo ist auch oben in der Stadt. Kammer der Prinzessin. Ist auch oben, aber Sonnenlichtaltar? Gemeinde der Untoten? Naja, keine Ahnung. Kammer der Prinzessin? Weiß ich jetzt nicht. Okay, also kümmern wir uns nochmal um. Diesmal mit ein bisschen vorsichtiger. Dachte, ich krieg's easy hin. Hab vergessen, dass der ja auch Homing ist, dass seine Waffe Homing ist. Obwohl sie schon im Schwung ist, mehr oder weniger. War ein bisschen blöd gelaufen. Da unten liegen ein Haufen Seelen, gell? Eigentlich hätte ich kurz hochgehen können zum Leveln. Egal, wird schon schief gehen. Ach, mein Schild müsste ja eigentlich mir auch helfen gegen die, ne? Warte mal, der eine ist gar nicht respawned. Die spawnen nicht wieder. Na dann, umso besser. Mal kurz testen, ob mein Schild hilft. Ja, mein Schild hilft. Mein gigantisches Riesenschild. Oh, welcher von euch will als nächstes? Bitte nicht zu zweit. Das wäre nervig. Du. Ja, dann komm mal her. Klonk. Ja, selber schuld. Die Gier nach Schaden. Die Gier nach Schaden. Droppt ihr eigentlich irgendwas? Nee. So, einer von euch jetzt. Jawohl. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo. Uff. Au. Der macht auch gar keinen Feuerschaden. Eigentlich könnte ich auch was anderes nehmen, ne? Ey! Ah, der hat was gedroppt. Dämonen-Großaxt. Das klingt spaßig. Die hat von sich aus schon 144. Ich bin aber zu schwach. Das ist eine Axt? Wait. Was steht hier? 46 Stärke brauche ich dafür. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber die macht eh weniger Schaden als meine. Das ist jetzt eine dumme Idee, die jetzt an diesen Dingern hier auszuprobieren. Das ist wirklich eine dumme Idee. Puh.
Einfach mal. Während dem, der mich anstürmt, im Menü rumfummeln. Ja, was steht nun auf dem Plan? Hier, siehst du doch. Ich bin hier unterwegs. Könnt ihr hier sehen, was nun auf dem Plan steht? Erstmal 7 Tauren killen. Um dann gegen den Super Tauros zu kämpfen. Oder Mama Tauros, die dann ankommt. Wie ich einfach keine Angst mehr gegen die hab. Das ist krass. Also ich habe Respekt, aber keine Angst mehr vor denen. Die werden aber auch einen Ticken schwächer sein als der Taurus auf der Brücke, ne? Vermute ich mal. Autschi. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Da liegt was, da muss ich durch die Lava durch. Und da hinten liegt was. Muss ich da auch in die Lava rein? Oh, das ist doch eine miese Nummer, Leute. Scheiße, nein, ich hab's nicht mal gekriegt. Und meine Seelen liegen jetzt da. Oder? Oh nee. Schande. Ach, so ein Mist, ey. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hämmer auf A, weil ich eine Rolle machen will. Denk, warum passiert nichts? Ja, also ich werde mich mal hier weiter umgucken. Ich glaube, die große Frau hat ja gesagt, ich soll irgendein Feuer besorgen, oder? Besorgen wir mal ein Feuer. Oh, bitte lass meine Seelen jetzt nicht in der Lava liegen, sondern lass es sie einfach nach draußen gerückt haben. Weil das Spiel so klug ist und... Ja, passt. Easy. Das heißt, ich kann es einfach nochmal probieren. Einfach nochmal. Nochmal rein da. Und nochmal probieren, da ranzukommen. Was auch immer es ist, ich will es haben. Wenn es so in Lava liegt, dann muss es was Cooles sein. Hier ist doch genug Feuer, ja. Chaosglut. Okay. Jetzt holen wir mal kurz die Seelen wieder zurück. Und gucken mal, was Chaosglut ist. Ist das etwas hier? Ich denke mal nicht. Und dann, also ich muss auf jeden Fall, nachdem ich jetzt da oben drin war, da. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Aha. Chaosglut entstammt der Stadt Isalith und wird nur von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet. Wandelt Feuerwaffe plus 5 zu einer Chaoswaffe um. Die Chaoswaffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Chaoswaffen sind mit Menschlichkeit
verstärkte, Feuerschaden verursachende Dämonenwaffen. What the fuck? Okay. Ich hätte gerne so eine Waffe, auf jeden Fall, Victor, ja. Jetzt erstmal kurz die Seelen da unten wiederholen und dann den nächsten Loot da hinten snacken. Und dann geht's da lang, weil da ist auch nochmal Loot. Dann geht's da hinten weiter. Ach komm, ey, das ist mir. Ich bin mir gerade selber zu langsam. So, jetzt sind wir einen Ticken schneller. Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber egal. Das ist vor allem total die weite Strecke. Genau, ich muss unbedingt beim Schmied vorbeischauen, weil der vielleicht jetzt meine Waffe fertig geschmiedet hat mit dem Zeug, was ich ihm gegeben habe. Würde mich ja schon mal interessieren, wenn der mich gescammt hat. Wenn ich bis zum Ende vom Spiel diese Waffe nicht bekomme von ihm, dann bringe ich ihn um. So, wie komme ich da rüber? Von da drüben wahrscheinlich eher, ja. Und dann, dann ist ja noch in Anor Londo ist auch noch so ein Türchen, das es zu öffnen gilt. Dann ist auch noch der Wald offen, in den ich rein muss. Große Seele, stolzer Krieger. Na gut. Ich heile mich lieber mal, weil ich keine Ahnung habe, was mich hier jetzt erwartet. Ich glaube, ich sollte meine 36.000 Seelen auch ausgeben. Ach, guck mal, ein Ziegendämon. Noch eine Seele. Ja, und er hat jetzt natürlich blöderweise... Ja, ich habe kein Schild dabei. Gut, wenn das die Hauptgegner hier unten sind, bin ich absolut einverstanden damit. Ich gehe jetzt aber trotzdem ganz... Warum? Okay, aus irgendeinem Grund habe ich die Lava nicht richtig gesehen, die da war. Einmal leveln gehen. Ich muss einmal leveln gehen. Und dann geht's da runter. Ich vermute mal, dass ich irgendwo da unten rauskomme. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man da abkürzen kann, vielleicht über diese Glocke oder so. Hier sind wir wieder. Bei denen. Hier sind gerade Geräusche, die ich vorher noch nie gehört habe. Warte mal, wenn hier Geräusche sind, die ich vorher noch nie gehört habe, dann hat das eigentlich was zu bedeuten. Aber es scheint eher von der Richtung zu kommen, in die ich sowieso laufen will, also laufe ich mal dahin. Julius, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist.
Nachdem ich Ornstein besiegt habe, das war gerade eben vorhin, ich habe es vorhin gemacht, bin ich zum Lavastrom-Dämon und habe den auch noch gekillt, First Try dann heute. Der war dann gar kein Problem. Danach habe ich diese paar Typen da hinten weggemacht und jetzt geht's da hinten runter. Ich habe noch ein paar Sachen offen, in den Wald muss ich noch, dann ist in Anor Londo noch so ein Tor gewesen, durch das ich vielleicht jetzt durch kann, weiß ich nicht. So ein paar Sachen sind auf jeden Fall noch offen, die ich auf dem Schirm habe, aber irgendwie treibt es mich gerade hier runter. Also vor allem habe ich den Dämon besiegt, fand ich eigentlich ganz angenehm. Und wenn das hier die Gegner sind, gegen die ich hier kämpfen muss, Dämonenmachete. What? So, jetzt kommen wir doch langsam in den Bereich dämonische Feuerwaffen, oder? Dämonenspeer? Naja, Dämonenmachete. Nee, das war da keine Feuerwaffe. Ja, wenn das die Gegner hier sind, dann kriege ich das. Dann komme ich hier ganz gut durch, denke ich. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterfalle. Das sah hier gerade so aus, als wäre das absichtlich so konstruiert, dass man hier in Spalten fällt. Da sitzen irgendwelche seltsamen Blobs. Und die. Okay, alles klar. Da unten ist ein Loot. Und hier sind zwei von denen. Ja, dann kommt mal her, Jungs. Na, hier sind sogar vier von euch. Ja. Autsch. Voll auf die 12. Schild hoch. Ah. Okay, gegen zwei muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren hier. Gut. Müsste trotzdem klar gehen. Und nochmal. Ja, von hier oben, die Lauferei ist ein bisschen nervig, von hier oben darunter. So eine Abkürzung wäre cool. Jetzt geht's aber erstmal tiefer rein. Und was mir auch noch aufgefallen war jetzt in der ganzen Zeit. Am Anfang war es tatsächlich so, zwei, drei Momente hatte ich, in denen es so richtig, ah, hier komme ich raus. Ah ja, da, hier geht's jetzt lang. Okay, alles klar, hier bin ich. Aber, ja, seitdem eigentlich nicht mehr. So, seitdem ich beim Schmied war, ungefähr, da hat es dann aufgehört, oder? Da gibt es zwar dann nochmal so eine Abkürzung, ja, mit diesem Aufzug, der da hoch und runter fährt und so, ne, aber so richtig geflasht hat es mich dann nicht mehr. Ich könnte sie ja auch einzeln bekämpfen. Ja. Da wollte ich zu früh, zu viel. Au! Ey, Jungs! Was, warum? Das habe ich jetzt gerade... Ich glaube, ich hatte keine Ausdauer. Nee, doch, ich hatte doch noch Ausdauer. Ich habe zweimal... Okay, egal. Egal. Gleich nochmal runter da. Wobei, ach, ich könnte natürlich auch jetzt diese Wege, das ärgert mich, dass ich hier so weit runterlatschen muss.
Ich glaube, wegen diesem langen Weg werde ich erstmal irgendwo anders hingehen und schauen, wie es da läuft. Ich habe so viele Sachen. Ich könnte auch an diesem Friedhof bei den Skeletten, da geht's auch noch runter. Da war ich auch schon bis zum Leuchtfeuer gekommen, aber dann nicht weiter. Ich habe das Leuchtfeuer auch nicht aktiviert bekommen. Da war dann zu viel Action los. Bin einfach runtergerannt, weil die Skelette sind immer wieder aufgestanden. Und da waren irgendwelche Leute, die... Lordgefäß... Ja, halt dieses Ding, mit dem ich teleportieren kann, genau. Und dann bin ich direkt hierher. Das klingt so. Dann bist du direkt zum Lavastromdämon? Ja. Ich bin nochmal einen Umweg gegangen über... Ich habe auch noch mit dem hier, mit dem Zwiebelmann beim Standardfeuer, beim Startfeuer nochmal gequatscht. Da könnte ich auch nochmal mit ein paar Leuten reden. Tatsächlich. Was ist das denn da unten? Okay. Die glotzen mich nur blöd an. So. Na bitte, geht doch. Ja, das war halt offen hier. Das war der Lavastromdämon, der war für mich so, ja, der ist offen. Ah, da unten sind noch ein paar Tauros. Wisst ihr was? Also, ich werde jetzt noch mal ein bisschen kundschaften gehen. Einmal zum Schmied. Gucken, ob der die Waffe fertig gemacht hat, die er für mich machen wollte. Dann muss ich mal ganz kurz schauen. Was habe ich denn hier? Ich habe doch von dem... Ich habe jetzt hier nämlich die Squelax-Seele. Ich habe Eisengolem-Kernstück. Und ich habe die Henker-Smaugt-Seele. Fertige, einzigartige Waffe. Bisher habe ich noch niemanden gefunden, der sagt, ja, gib her, ich fertige dir was. Wertlosen Abfall haben wir auch dabei. Goldmünzen, Silbermünzen, alles mögliche an komischem Zeug dabei, von dem ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Also, ich gehe mal zum ersten Schmied, den man findet, dann gehe ich beim zweiten Schmied vorbei, den man findet. Dann würde ich vielleicht mal in den Wald gucken, aber auf jeden Fall möchte ich auch noch in Anor Londo, dieses Tor öffnen. Ich glaube, das müsste ich jetzt öffnen können. Denke ich, weiß ich nicht. Victor, schönen Feierabend. Nice. Bevor all das passiert. Ach so, ja, Julius, ich habe noch die Feuerhüterin da hinten geschlachtet. Die Spinnenkönigin. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich dachte halt, dass es sinnvoll ist, um die andere Feuerhüterin. Irgendwie, weil die beide stumm waren und ich dachte, die hängen irgendwie miteinander zusammen oder sowas.
Bevor ich jedoch all diese Dinge tue... Ja, das wird schon. Ich hatte nur bei einer Kleinigkeit, die man machen musste, gefühlt keinen Hinweis darauf bekommen. Deswegen bin ich mal gespannt, was du so machst, die man machen musste. Okay, Solche Infos, solche Sätze machen mir ein bisschen Angst. Ich meine, wenn ich wirklich keine Ahnung mehr habe, dann irgendwann bin ich natürlich auch an einem Punkt, da hole ich mir dann vielleicht doch mal den einen oder anderen Tipp. Aber momentan komme ich ja noch ganz gut voran. Was ich sagen wollte, bevor ich all diese Dinge tue, die ich gerade aufgezählt habe, mache ich einmal ein kleines Outro für YouTube. Danke fürs Einschalten. Das war gut, glaube ich, oder? Kann man so machen. Also, diese Dame, von der ich das Gefäß bekommen habe, hat gesagt, ich muss ein Feuer besorgen. Oder so ähnlich.